Ja, Leute, willkommen back zu einem Video auf dem Kanal Raffa Flaming. Ja, Leute, im letzten Part haben wir Swallow the Sea gespielt und haben gemerkt, dass das hier so eine kleine Bakterienanlage ist. Will ich mal snacken. Im letzten Part hatten wir viel mit vielen neuen Gegnern zu kämpfen. Beziehungsweise ersten Gegner, neuen Gegner, whatever. Und sind natürlich auch diesem lilanen Wesen, Schlangenmonster, Gesicht, Mensch, begegnet. Ich weiß nicht. Der mir ziemlich auf die Nerven gegangen ist, weil wir sind an der Stelle ein bisschen hängen geblieben. Aber es war ultra creepy. Ich habe mich mehrere Male erschrocken. Im heutigen Part, weiß nicht, was passieren wird. Ich wollte was dazu sagen. Ja, im letzten Part haben wir halt viel erlebt und so, halt eingestiegen. Und zwar ist das Spielprinzip, du frisst und wirst größer. So ist das Spielprinzip halt. Und dann sind wir endlich da durchgekommen und jetzt sind wir hier gelandet. Und sind momentan jetzt schon eine, sagen wir jetzt mal, steinförmiges Dinosaurier-Baby-Eizellen. Ich weiß es nicht. Wir gehen jetzt mal weiter und gucken uns mal hier ein bisschen um. Was gibt es hier so? Wir können auf jeden Fall dashen und die ganzen Dinge hier ein... wie heißt das? Einverleiben, so. Das war es mir gerade nicht eingefallen. Hier gibt es diese kleinen Eier, habe ich die genannt. Die können wir ganz... Guck mal, das ist so eine Wand, die man zerstören kann. Zerstören kann. Zerstören kann. Aber momentan sind wir noch zu schwach. Also müssen wir ein paar Eier essen. Beziehungsweise kleine Insekten, habt ihr gerade gesehen. Oder diese Vorentwickler, Nachentwickler. Ich denke, ihr kennt alle Pokémon und so, dies, das. Die essen wir und werden immer größer. So, zum Beispiel hier, das waren wir am Anfang. Zack, und jetzt bist du tot. So, das war hier, was wir gerade gesehen haben, das waren wir am Anfang. Und jetzt sind wir größer geworden durch das ganze Essen. Genau, das war unsere zweite Phase. Das denken wir auch mal. Und hier ist wiederum unsere erste Phase. Ich weiß nicht, ob das ein Nachspiel haben wird. In den späteren Spielzeiten. Dass wir unsere eigene Familie quasi essen. Ich hoffe natürlich nicht. Weil das wäre ziemlich blöd. Die Anzeige hier unten ist halt, wird halt immer voller. Und wenn die komplett voll ist, dann entwickeln wir uns weiter. Und ich denke, irgendwann mal werden wir ein richtiges Tier, sage ich jetzt mal. Oder etwas mit vier Beinen oder zwei Beinen, ich weiß es nicht. Vielleicht werden wir sogar ein Mensch, ich weiß es nicht. Wir könnten alles werden, vielleicht werden wir auch nichts, das kann auch sein. Wäre aber ziemlich blöd, weil hätten wir alles umsonst gemacht. Umsonst gefressen und alles. Ja, wir können dashen. Und zwar, also... Dashen slash angreifen. Momentan können wir Dashen nur als Fortbewegung benutzen, aber auch als Betäubung, kann man sagen. Also wirklich angreifen können wir noch nicht. Ja, das müssen wir halt noch lernen, denke ich. Oder wir werden halt größer, ich weiß nicht. Guck mal, jetzt die Anzeige schon noch ein bisschen gestiegen. Heben wir weiter auf. Wir snacken mal hier ein bisschen. Ich glaube, diese Vorentwickler von uns, sag ich mal, füllen unsere Anzeige ziemlich schnell. Dagegen sind diese Eier-Dinger ziemlich abgemagert. Also haben nicht so viele Nährwerte oder Proteine, die unseren Bizeps heranwachsen lässt. Ala. So. Jetzt wollte ich mir nie nochmal umgucken. Okay, hier können wir immer noch nicht rein. Ich denke, noch ein paar von diesen Eizellen. Eizellen? Wo habe ich das Wort denn? Keine Ahnung, was Eizell bedeutet. Auf jeden Fall diese Viecher hier. Und dann sollte es klappen. Ich gehe hier nochmal rein. Zack. Mein Kollege. So, okay. Wir sind schon bald ein weiteres Level. Schaut auf jeden Fall den ersten Part an. Da werde ich hier vielleicht ein bisschen mehr checken, falls ihr nicht genau checkt, was das hier ist. Okay, wir haben uns weiterentwickelt. Oh, lol, Junge. Und jetzt sehen wir so ein... Sieht aus wie so ein Delfin, irgendwas. Ich denke, das ist so eine Alienwelt oder so. Okay, jetzt können wir die Wand zerstören. Und zwar... Boom. Okay. Oh, da sind die vier, die uns im ersten Part richtig... Oh, nein! Er ist es! Er ist es!
Er ist wieder zurück. Das Mega-Monster. Oh, fucking hell. Okay, ich bin tot. Ich bin tot. Das war's. Okay. Scheiße. Ah, ich hasse diesen Typen. Der war der Endgegner aus dem letzten Part gefühlt. Der war richtig schwer zu dodgen, alles. Nein, jetzt kommen die auch noch alle. Ey, das Schlimmste ist, wir haben nur zwei Hits, die wir ein... kalibrieren können. Und das ist halt ultra nervig, weil hier sind 20 Milliarden Gegner. Oh, den habe ich gesnackt. Wen hat er gemeint? Aua. Ah, ich darf diesen Typ nicht berühren. Warte, kann ich die aussnacken? Die haben uns im ersten Part richtig angemacht. Jawohl, Junge. Oh, Kacke. Ah, ich muss ihn vermeiden. Ey, was ist das für eine Kombination? Diese Oma-Sauger und diese Stacheldinger. Das ist ja ultra OP. Was ist das denn? Bitte dodge, bitte dodge, bitte dodge! Okay. So, den müssen wir erstmal rauslocken. Währenddessen... Den Typen... Oh, er kann auch dashen. Oh, fucking hell! Gott, Leute, ihr seht schon, das wird echt eine schwere Angelegenheit. Ich habe geguckt, kann man irgendwie diesen Schwierigkeitsgrad etwas senken? Wahrscheinlich so. Mal, bevor der Typ kommt, ich snack euch mal hier. Zack. Oh, Kacke. Oh, hier ist unsere Vorentwicklung. Können wir auch snacken. Zoro's Side. Es scheint wirklich, als ob wir unsere Freunde essen. Oh, lol, wir haben uns direkt weiterentwickelt. Jetzt sind wir schon so ein... Mega-Monster. Lass ihn mal weg. Kann ich auch essen? Oh, Tatsache. Kann ich hier wegknuspern? Ja, ist ja ehrenlos. Was soll ich machen? Hallo. What? Wir haben den Dicken einfach weggesnackt, Junge. Wir sind die motherfucking Bosse in dieser Unterwelt, Junge. Oh mein Gott, ich dachte, das wäre jetzt das Ende. Ich hab den einfach weggemacht. Ey, scheint es mehrere von denen. Ey, bitte nicht. Aber anscheinend sind wir jetzt härter als er, I don't know. So, du kannst erstmal Oma Sauger und Piekser werden weggemacht, Junge. So, wir müssen sie auch nur einmal berühren und dann werden die sozusagen zu uns gesaugt. Komm her. Kleiner Popel. Ich rede mit dir. So. Jetzt bist du in der Falle. In meinen Körper, I guess. Schlagen wir mal hier gegen. So, jetzt ist das frei. Können wir jetzt auch snacken? Nee. Willst du zur Seite schieben? Und was ist das? Oh. Hä? Auroboros. Oh, lol. Wieso haben wir uns weiterentwickelt zu einem Wesen hier? Was? Wir sind auf solchen Rolldingern. Oh mein Gott. Wir sind in einer Fabrik. Steh auf, Kumpel. Kann ich irgendwas machen? Ich kann nichts machen. Dieser Lilane ist direkt hinter uns. Steh auf, steh auf, steh auf. Oh, oh mein Gott. Das war das Spiel. Oh nein. Ich habe nicht gedacht, dass es so kurz ist. Deshalb hätte ich nicht zwei Parts gemacht. Oh mein Gott. Slicker Sucker, Gump, Gump Sucker. Jetzt werden nochmal diese Monster erklärt. Musik, Publio. Wobble und Siblings. Ah, das sind Geschwister. Die habe ich also gesnackt. Ja, jetzt kommen hier nochmal dieses Dank-Aussagen, I guess. Oh Gott, ey, so ein Drecksviech. Orro. Okay. Mann, ey. Also, wow, hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt. Oros. Hat sich nie wirklich gelohnt, einen zweiten Part zu machen. ja.
Das war das Ende von Swallowed Sea. Ich denke. Ja, das war das Ende. Ich muss mal auf Play drücken. Dann aber starten wir, denke ich, von neu. Jo. Ja, wenn das das Ende war, dann will ich mich bedanken fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres Video mehr von mir verpasst. Haut rein und ciao.